Mein Name ist Ivy. Ich komme aus Solingen und bin auch in der Filiale seit September 23 und bin Laufganganalytiker. Das bedeutet, ich kümmere mich um Einlagen, Bandagen und Orthesen. Tatsächlich bin ich aus Troisdorf. Troisdorf-Oberla habe ich gewohnt und habe mein erstes Schulpraktikum bei Rahm gemacht. Und ja, in den 4 Wochen habe ich gemerkt, dass ich das schon machen möchte. Nur, dass ich zu dem Zeitpunkt es mir noch nicht zugetraut habe. Und ja, jetzt, wo ich mehr Erfahrung gesammelt habe, unter anderem durch mein Sportstudium, habe ich dann den Mut gefasst, zurück zu Rahm zu kommen. Der Job bei Rahm erfüllt mich sehr, weil das quasi alles verbindet, was ich in meinem Leben gelernt habe. Sowohl den sportlich-medizinischen Teil als auch den kaufmännischen Teil. Und ich habe das Gefühl, nie auf der Stelle stehen zu bleiben, durch die Fort- und Weiterbildung und durch die vielen Diagnosen, die tagtäglich reinkommen, weil es hat ja nicht jeder immer nur, ich sag mal, einen Bandscheibenvorfall, sondern das ist wirklich sehr komplex. Den Kontakt zu den Kunden empfinde ich als positiv, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass jemand nicht so gut gelaunt ist aufgrund seiner Diagnose. Beginnt es vielleicht nicht ganz so positiv, aber im Laufe des Gesprächs ist mein Ziel, unser Ziel, die Person dann mit einem positiven Gefühl rausgehen zu lassen, denn wir gestalten Gesundheit. Wir haben als Rahmenmitarbeiter die Möglichkeit, uns weiterzubilden durch die Rahmenakademie. Und es gibt auch wirklich viele verschiedene Themen. Bei mir Thema Bandage habe ich gedacht, vieles bis alles zu wissen, bis ich an der Schulung und Weiterbildung teilgenommen habe. Und da habe ich einfach erfahren, dass ich eigentlich sehr wenig wusste. Die Benefits, die Rahmen bietet, die mich anspricht, sind natürlich auf der einen Seite die Prozente für die Mitarbeiter, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, die betriebliche Altersvorsorge, weil sich jeder Sorgen macht um was später sein wird, wie wird meine Rente sein, wie wird dieses und jenes sein. Man kennt das ja vielleicht von anderen Betrieben, dass man die Chefs und die Führungsetage gar nicht kennt oder nie sieht. Das ist hier anders. Also wenn irgendwas sein sollte, würde auch Maike Rahm oder der Marco Hammerstein persönlich in die Filiale kommen und sich die Dinge anhören, wenn der Wunsch besteht von uns. Ja, und das finde ich auch ganz toll, dass man die Chefs kennt, dass man da auch wirklich auch mit denen auf Augenhöhe sprechen kann und man nicht irgendwie nur ein Mitarbeiter ist, der irgendwie in die Filiale abgeschoben wurde. Also unterstützt haben mich meine 3 bis jetzt eigentlich seit der Geburt meines Sohnes, egal was ich gebraucht habe, haben die mir halt alles gegeben. Also da Rahm ein Familienbetrieb ist, habe ich mir das irgendwo gewünscht. Natürlich hätte ich nicht gedacht, dass das so positiv rüberkommt, aber wie gesagt, bei Kita-Besuchen und so weiter waren die da sehr empathisch und einfühlsam und haben mir den Raum gegeben, den ich brauche. Und ja, ein Geben und Nehmen, das versuche ich natürlich zurückzugeben. Wenn ich das mal so sagen darf, an sich sind die meisten zufrieden mit ihrem Job, mit dem, was sie tun. Oft ist es halt das Drumherum, ich sag mal, eine Art Gerüchteküche, die Kollegen, die Chefs, was einem die Lust an die Arbeit nimmt. Und seitdem ich hier bin, habe ich verstanden oder gemerkt, wie es laufen kann, wenn es wirklich richtig läuft. Man kommt gerne früher, man geht gerne ein bisschen später, man ist einfach gerne da. Man hat seine Lieblingskollegen und das, was ich wirklich hier sehr, sehr schätze, ist die Work-Life-Balance, dass man zur Arbeit trotzdem noch genug Zeit für Familie, für Hobbys, für was auch einem immer im Kopf schwebt hat und das schätze ich auf jeden Fall sehr. Und vor allen Dingen für Leute, die vorhaben, eine Familie zu gründen, wenn man sich nicht sicher ist, passt das mit dem Job, kriege ich das irgendwie hin, Rahm ist für dich da. Na, weil viele Unternehmen versprechen einem was oder haben einen Slogan und letztendlich halten sie sich nicht dran, aber Rahm ist echt.